Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Tasty High Kanal. Servus. Endlich, endlich, endlich ist das Wetter wieder besser. Das heißt, wir können wieder wandern gehen. Das ist der Plan. Es regnet nicht mehr in Strömen. Wir sind jetzt immer noch im Jägerhof hier in Tirol in Österreich. Und Zams. Ja, in Zams, aber das gehört ja zum Bundesland Tirol. Ja. Und wir gehen jetzt, was habe ich dir zum Ziel gesetzt, mich total zu verwirren. Wir gehen jetzt wandern, los. Wir gehen jetzt wandern und wir gehen nämlich jetzt, wir fahren mit der Bahn den Berg hoch und die Bahn, die startet quasi direkt hier vor der Tür. Zeig's mal so. Also direkt vor der Tür ist die Bahn, total praktisch, man muss nicht weit laufen oder fahren. Jetzt aber wirklich los. Los geht's. Los. Oben angekommen. Es ist super windig und sehr, sehr kalt. Hier vorne, Moment, da ist ein neues Observatorium, was tatsächlich heute eröffnet wird. Hier gibt es auch schon überall in der Berghütte, werden schon Sachen vorbereitet. Ich glaube, da gibt es heute Abend noch eine fette Party. Und wir haben jetzt gerade mal geguckt, was es hier oben für Wandermöglichkeiten gibt. Man kann hochlaufen zum Gipfel vom Fennet. Aber da es richtig zieht und das halt nochmal höher ist, glauben wir, dass das einfach zu kalt ist, vor allem für den Zwergsteiger. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, wir wandern zur Zammeralm. Die hat auf jeden Fall noch geöffnet und das geht jetzt ein Stück bergab. Und dann müssen wir gucken, ob wir entweder wieder hochlaufen und mit der Bahn wieder runterfahren von hier oder ob wir zur vollen Stunde in der Mittelstation einsteigen. Mal schauen. Das hier ist übrigens der Gipfel vom Fennet. Wie ihr seht, geht es da ziemlich bergauf, was jetzt nicht besonders anstrengend wahrscheinlich ist. Ist wahrscheinlich okay zum Wandern, aber der Krümel könnte nicht selber laufen und der würde die ganze Zeit in der Kraxe sitzen und würde sich nicht bewegen und das wäre echt zu kalt für ihn. Ich habe nämlich schon meine Handschuhe angezogen. Also bisher ist der Wanderweg wirklich mega, mega schön. Können wir sehr empfehlen bisher. Es geht jetzt ziemlich viel bergab natürlich. Aber die Landschaft ist wirklich traumhaft schön und die Aussichten sind wirklich spektakulär. Wir halten ständig an und genießen die Aussicht, machen Fotos, filmen natürlich. Richtig schön.
der Hut. Der ist gut. Wir sind jetzt hier in der Zammerhütte Zammeralm eingekehrt und hatten ein hervorragendes Essen mit perfekter Aussicht. Ich habe sauren Graukäse gegessen. Wenn ihr das mal irgendwo auf der Karte seht, bestellt das auf jeden Fall. Das ist super, super lecker. Aber nur, wenn ihr Räsenkäse mögt. Ja, wie viele unserer Zuschauer wissen jetzt, was Räserkäse ist? Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch weiß, was Räserkäse ist. Googles mal. Das ist so ein typisches Allgäuer-Wort, das musste ich auch erstmal lernen, als ich ins Allgäuer gezogen bin. Und, oh, ich musste hüpfen, Entschuldigung, Moment. So, gehüpft. Und Christian hatte eine Almjause mit einem richtigen leckeren Speckbrett und Käse und das war auch super lecker. Der Speck ist wirklich butterzart gewesen, richtig gut. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Mittelstation. Die ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde, laufen wir jetzt noch. Und dann steigen wir da ein und fahren wieder direkt bis vors Hotel. Die Mittelstation ist eine ganz interessante. Man würde nie glauben, dass das eine Station ist, wo man einsteigen kann. Also hier geht es dann so einen Steg hoch und dann kann man da oben einsteigen. Und die Bahn hält hier auch nur wirklich jede Stunde, nicht jede halbe Stunde, wie die Bahn, die hochgeht. Wie ihr seht, sind wir wieder zurück im Tal. Hier ist der Jägerhof, wo wir jetzt gleich noch eine Runde in den Pool oder so gehen. Mal schauen. Auf jeden Fall waren wir da oben. Da oben waren wir. Und es war eine richtig schöne Wanderung. Also die können wir sehr empfehlen. Wir haben sie auch wieder mit der Komoot-App getrackt und verlinken euch das Tracking auf jeden Fall in der Infobox. Und natürlich gibt es auch bald einen Wanderbericht dazu. Auch den verlinken wir dann, wenn er da ist. Hier oben und in der Infobox. Und wir hoffen, dass euch unser Video heute gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Zwei. Das war jetzt erstmal das letzte Video aus Österreich. Es gibt aber bald wieder neue Wandervideos aus anderen Regionen. Wo es uns genau hin verschlägt, das erfahrt ihr dann in den nächsten Videos. Das wollen wir jetzt noch gar nicht verraten. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao. Servus.